Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Mario Kart 8 Deluxe weiter oder mal wieder oder wie auch immer. Wir spielen es jedenfalls. So, und ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, dass wir uns heute mal ganz kurz mit der Turnierfunktion so ein bisschen vertraut machen wollen. Ich meine, so ein richtig neues Feature ist es ja nicht, weil auch das Ganze gab es ja schon auf der Wii U. Aber natürlich möchte ich es auch hier einfach mal so ein bisschen in Anspruch nehmen. Und ich habe jetzt einfach mal Bock, mein eigenes Turnier zu erstellen. Und ja, das dann eben so mit euch zu teilen. Und dann könnt ihr euch da austoben. Dann kann ich mich da drin auch mit austoben. Und dann wird das vermutlich jetzt auch in nächster Zeit dann hoffentlich zumindest ein bisschen stärker frequentiert sein. Und wir gucken mal, wohin die Reise so geht. So, zumindest momentan habe ich ja sehr viel Bock auf Mario Kart 8. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich mich auch damit beschäftigen werde. Also, erstelle ein Online-Turnier. Während das Turnier offen ist, werden die Ergebnisse der Teilnehmer in der Rangliste gespeichert. Bei der Erstellung eines Turniers musst du einen Namen und bestimmte Regeln festlegen, sowie auswählen, wann es offen sein soll. Verwende keine persönlichen Informationen und vermeide Ausdrücke, die anderen Spielern unangenehm sein könnten. Möchtest du? Ja. So. Wähle ein Symbol für dein Turnier. Okay, da geht's ja schon mal los. Ich kann mir hier irgendein Symbol von irgendeinem lustigen kleinen Fahrer stibitzen. Ich könnte mir aber auch irgendeines dieser anderen Symbole hier unten schnappen, die hier irgendwie so zu sehen sind. Eigentlich gibt es ja nur ein Symbol, was ich hier so richtig verwenden kann, wenn wir mal ganz ehrlich sein wollen. Was natürlich extrem genial gewesen wäre, das wäre so ein Punkt, wo Nintendo ja ruhig mal hätte nachbessern können, wenn sie es so gemacht hätten wie bei Mario Kart DS. Doch, nee, es war Mario Kart DS, genau. Da war es nämlich so, dass man sich eigene Symbole für sein Kart selber erstellen konnte. Da hatte man dann so ein vorgefertigtes Raster, das so viel hoch und so viel breit war irgendwie. Und da konnte man dann eben auf dem DS-Touchscreen sich wirklich sein eigenes Bild zusammenmalen. Und dann hatte man sein eigenes Porträt, sein eigenes Bildnis, was man irgendwie auf sein eigenes Kart klatschen konnte. Wenn man sowas in der Art hier auch mit den Bildern hätte machen können für die Turniere, das wäre ja irgendwie nett gewesen. Aber nun gut. Keine Ahnung, warum sie es irgendwann... Wahrscheinlich haben sie es wieder rausgenommen, weil zu viele Leute dieses Feature natürlich ausgenutzt haben, um dann irgendwelche Bilder da reinzumachen. Keine Ahnung, sowas wie... naja, irgendwelche Bilder, die für manche Leute vielleicht nicht okay sind. Drücken wir es einfach mal so aus. Ja, wenn Menschen sich halt nicht beherrschen können, das ist immer so ein bisschen das Blöde. Gut, okay, was für ein Symbol möchte ich? Ich möchte natürlich wieder ein total fischiges Symbol und deswegen nehme ich das Blooper-Symbol. Gib einen Namen für dein Turnier ein. Hinweis, der Turniername kann höchstens 5 Zahlen enthalten. Naja, ist ja nicht schwer. Wie kann dieses Turnier des Herings, wie kann dieses Turnier denn heißen? Es ist natürlich der... Fischteich. Okay. Lege die Regeln für das Turnier fest und wähle, wann es offen sein soll. So, und jetzt kommen wir hier... jetzt kommen wir hier zur sehr interessanten Geschichte. Also, es soll ein Rennturnier sein. Ich kann natürlich überlegen, je nachdem wie groß der Anklang da bei euch ist, ich kann natürlich überlegen, ob ich dann mal so ein Battle-Modus-Turnier einrichte, aber ich glaube, ein normales Rennturnier ist vollkommen in Ordnung und ich möchte es auch relativ normal haben, dementsprechend wähle ich 150 Kubikzentimeter. Ich möchte das Ganze ohne Teams haben, ich möchte das Ganze mit Standard-Items haben, ich möchte das Ganze mit Computerfahrern haben, allerdings mit schwierigen Computerfahrern, dann möchte ich, dass alle Fahrzeuge nutzbar sind. Schlauchsteuerung möchte ich ausschalten und ja, das Ganze soll in einem festen Zeitraum stattfinden. Nee, das Ganze soll... Ach so, ja, natürlich. Ich kann natürlich das auch Ganze... Nee, das finde ich doof. Das Ganze soll täglich stattfinden. Ja, ein tägliches Turnier, das beginnt um 18 Uhr. Das finde ich eine gute Uhrzeit und das Ganze soll bis 23 Uhr gehen. Warum jetzt gerade so eine Uhrzeit? Ganz einfach... Weil das Ganze ja natürlich bei dem täglichen Rhythmus auch wochentags stattfindet und ich selber natürlich nur abends zum Zocken komme. Das heißt, dieses Turnier ist vollkommen auf meine Bedürfnisse zurechtgeschneidert. Ja. Und ich werde frühestens um 18 Uhr zum Spielen kommen und irgendwann um 23 Uhr werde ich mich irgendwie, ja, nee, da also, ne? Also ich finde, das ist ein Zeitraum, der einigermaßen okay ist.
Ich lass da mit mir natürlich auch ganz gerne reden. Auch wenn mir das Reden offen gesagt irgendwie gerade schwerfällt, wie ich feststelle, aber egal. Ich lasse da auch gerne mit mir reden. Also wenn ihr feststellt oder wenn ihr sagt, irgendwie ist der Rhythmus doof oder ihr möchtet irgendwie was anderes haben oder so, dann könnt ihr mir das natürlich gerne mitteilen und dann können wir das natürlich auch gerne nochmal verändern. Aber ansonsten würde ich das ganz gerne dann erstmal so lassen. So, und in diesem Zeitraum machen wir das mal so. Nee, nicht unbegrenzt. Dann machen wir das mal so mit 8 Rennen. Begrenzung von 8 Rennen und ja, dann darf jeder eben 8 Rennen fahren und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Gegner wechseln, machen wir das Ganze mit nicht wechseln. Ich glaube, das mit dem Wechseln war immer doof. Prinzipiell, oder? Naja, andererseits, okay, bei 8 Rennen, nee, ja, wirklich. Können das ruhig mit jede vierte Partie machen. Auch wenn, ich bin gespannt, wie das hier bei dieser Version ist. Bei der Wii U-Version war das teilweise ein bisschen unglücklich, wie die Gegner dann wieder zueinander gelost wurden oder voneinander weggelost wurden. Also das war manchmal nicht ganz so toll, aber ja, ich lasse es einfach mal drauf ankommen und lasse es mal bei jeder vierten Partie, dass da gewechselt wird. So, den Spielerlevel stellen wir natürlich unbegrenzt ein und Zugang offen für alle. Bam. Gut. Und damit wurde mein Turnier erstellt. Das ist der Turniercode für den Fischteich 29670199 und 2491. Und damit, meine lieben Damen und Herren, kann man jetzt im Fischteich unterwegs sein. Momentan, wenn ich dieses Video aufnehme, ist es gerade 15.46 Uhr. Das heißt, logischerweise kann ich mein eigenes Turnier jetzt momentan nicht besuchen. Aber das knöpfe ich mir dann heute Abend liebend gerne vor. Den Code werde ich dann nachher auch nochmal auf Twitter posten. So, okay, schön. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, dass wir für den Rest des Parts dann nochmal ein bisschen global zocken. Ich suche mir jetzt einen Raum und dann sehen wir uns gleich auf der Rennstrecke wieder. Also bis gleich. Jetzt und im Folgenden kann ich euch dann natürlich gleich mal meine neueste Errungenschaft zeigen, denn ich war, naja, ein bisschen fleißig und hab halt den Offline-Modus weitergespielt, während ich ein ganz klein wenig vor in Formel 1 geschaut habe. Ich bin hier auf dem, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, auf dem Splat Quad unterwegs. Das müsste ein neues Fahrzeug, natürlich ist es ein neues Fahrzeug, ja, das ist ein neues Fahrzeug, ein Quad-Bike oder so, ein Quad. Ein Quad, angelehnt an das Splatoon-Universum. Ihr seht, wenn ich irgendwie den Mini-Turbo zünde, dann sprühen da so komische kleine Farbkleckse heraus und das sieht total schnuffig aus. Gleichzeitig trage ich hier ebenfalls ein neues Mii-Outfit, nämlich das Splatoon-Outfit, was man sich freischalten kann, wenn man ein Splatoon-Amiibo besitzt und den dann eben einscannt. Generell habe ich jetzt schon direkt alle Amiibo-Kostüme freigeschaltet. War mir dank meiner üppigen Amiibo-Sammlung auch ohne Probleme möglich. Ja, üppige Amiibo-Sammlung, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir jetzt, also es gab ja eine Zeit lang, wo ich wirklich alle Amiibos hatte, die hierzulande in Deutschland rausgekommen sind. Ich habe allerdings aus finanziellen Gründen bin ich dazu übergegangen, mir die letzten 2-3 Amiibo-Wellen dann nicht mehr zu kaufen. Eigentlich kann man sagen, prinzipiell seit es Pucci oder beziehungsweise den Hund Schnuffel aus Yoshi's Woolly World, seitdem es den als Amiibo gibt, das war quasi gesehen der erste, den ich nicht mehr mitgenommen habe und obwohl ich den total putzelig finde und den total gerne hätte, aber egal. Und Ansonsten habe ich davor eigentlich alle Amiibos so weitestgehend gehabt. Mir würde jetzt zumindest keiner einfallen, den ich nicht gehabt hätte. Der einzige, naja gut, ein paar Japan-exklusive Monster Hunter-Dinger, die irgendwann dann später rausgekommen sind. Die glaube ich aber irgendwann bei Zeiten dann auch noch zu uns kommen werden. Zumindest wenn das jeweilige Spiel dann auch bei uns erschienen ist. Und den goldenen Mega Man Amiibo, den habe ich auch nicht. Achso ja, und den Maxi Yoshi. Also den riesengroßen Yoshi, der irgendwie 30, 40 Euro kostet oder so. Den habe ich mir auch nicht geholt. Aber ansonsten alles weitere bis vor Pucci habe ich dann halt hier zu stehen. Und dementsprechend konnte ich mir die ganzen lustigen kleinen Amiibo-Outfits hier in diesem Spiel dann jetzt eben freischalten. Früher oder später, wenn ich dann wieder vielleicht auch ein bisschen mehr Kohle zur Verfügung habe,
Dann werde ich mir vielleicht die anderen Amiibos dann auch noch holen, sofern sie dann noch verfügbar sind. Ich bin da momentan echt nicht up to date. Also es gab ja eine Zeit, wo Nintendo da eigentlich ganz fleißig war, was das Wiederproduzieren diverser Amiibos angeht. Die waren ja teilweise echt selten und so und dann eine Zeit lang überhaupt nicht zu bekommen. Aber dann hat Nintendo die ja irgendwann ganz gut nachproduziert und dann hat man sie wieder hinterhergeschmissen bekommen. Ich weiß nicht genau, wie es mit den neuen Amiibo-Generationen aussieht, ob die auch gut produziert werden oder ob man da jetzt auch wieder ewig auf eine Nachlieferung von Nintendo warten muss oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe natürlich auf die ein oder andere Nachlieferung, aber naja. Eben gerade habt ihr übrigens auch ein kleines Detail dieses Rennanzugs gesehen. Bei den anderen Amiibo, oder Quatsch, bei den anderen Mii-Outfits war mir das eigentlich nie so aufgefallen. Ich glaube, da ist es auch nicht so. Aber bei diesem Outfit ist es wohl scheinbar so, aufgrund des Helms, dass Mii-Charaktere dann ihre Brille abnehmen, die sie normalerweise tragen. Also anhand der Minimap auf der rechten Seite seht ihr ja, dass mein Mii eigentlich eine Brille trägt. Aber aufgrund des Helms hat er sie zwangsläufig jetzt abnehmen müssen. Das ist faszinierend. War mir nicht bewusst, dass das bei manchen Mii-Outfits so ist, aber vielleicht ist es ja tatsächlich auch so nur wegen diesem Splatoon-Ding. Oder weil dieser Helm halt so extrem Rally-mäßig ist. Vielleicht ist es nur deswegen so, dass die dann halt die Brille abnehmen müssen. Dementsprechend ist mein Mii jetzt ein ganz klein bisschen blind unterwegs, aber für die paar Gegner hier reicht's dann irgendwie trotzdem gerade noch so. Ja, ich habe vorhin gesagt, ich spiele das Spiel momentan auch mehr oder weniger ausgiebig offline. Hab's nebenbei eben gespielt, als ich vorhin Formel 1 geschaut habe. Das Qualifying Grand Prix Russland, bla bla bla. Sehr spannend, sehr unterhaltsam, aber natürlich irgendwie auch ganz nett, wenn man nebenbei noch ein bisschen was zu tun hat. Das war eigentlich auch das allererste Mal, wo ich so richtig den Handheld-Modus der Nintendo Switch in Anspruch genommen habe. Normalerweise spiele ich mit der Switch tatsächlich wirklich nur, wenn es direkt in der Docking Station drin ist. Ich bin jetzt niemand, der die Konsole mit auf Reisen nimmt oder so, weil ich bin selber leidenschaftlicher Autofahrer. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, dann fahre ich halt selber Auto und dann habe ich keine Zeit, um noch nebenbei auf einer Videospielkonsole rumzutippen oder so. Dementsprechend hätte ich sowieso keine Zeit für, um unterwegs damit zu spielen und ja. Direkt auf Arbeit muss ich arbeiten, deswegen kann ich damit auch nicht spielen und deswegen bleibt die Switch höchst hübsch bei mir zu Hause und wird dann eben nur gebraucht, wenn es tatsächlich in der Docking Station verbleibt, was ja auch vollkommen okay ist. War jetzt aber trotzdem, um den Gedanken irgendwie zu Ende zu bringen, war trotzdem interessant, das Ganze mal im Handheld-Modus zu sehen. Der Bildschirm der Switch gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Ich bin normalerweise so jemand, der bei Handheld-Konsolen immer den Fehler macht, die Konsole zu nah ans Gesicht zu halten. Weiß ich genau, hängt teilweise vielleicht auch ein bisschen mit meiner Kurzsichtigkeit zusammen. Aber ich neige irgendwie dazu, dann wirklich die Konsole wirklich zu nah an mein Gesicht zu halten, weil ich dann irgendwie so der Meinung bin, dass ich das brauche oder so, um das ganze Spielgeschehen so vollkommen einsaugen zu können für mich persönlich oder um mich voll und ganz wirklich dem hingeben zu können, was da so im eigentlichen Spielgestehen stattfindet. Obwohl ich eigentlich fast eine Armlänge Abstand halten könnte, auch um Bildschirmtexte zu lesen oder so. Aber naja. Hab jedenfalls das Tischbein der... Nennt man das überhaupt so? Das Standbein der Nintendo Switch ausgepackt und dann das Ganze auf meinem Schreibtisch platziert und dann irgendwie so mit ein bisschen mehr Abstand heben, das Ganze schön gezockt, eben trotzdem mit Pro-Controller und so, aber naja. Und es hat gut funktioniert. Ich bleibe aber trotzdem bei meinem unfachmännischen Eindruck, dass man Splitscreen oder dergleichen auf einer... ja, portablen Nintendo Switch, also sprich im Handheld-Modus, dass man das weitestgehend vergessen kann, weil dann wäre mir, glaube ich, der Bildschirm wirklich zu klein. Also da könnte ich zumindest dann wirklich fast gar nichts mehr erkennen. Aber okay, gut. Ist vielleicht auch so ein bisschen Gewöhnungssache oder so, ich weiß es nicht genau. Hauptsache man kann spielen. Also habe ich zumindest früher, das war früher für mich so das Credo. Hauptsache ich kann spielen. Auf was für einem Fernseher oder so, das war mir weitestgehend egal. Mein Gott, ich habe auch damals mit einem Kumpel, als wir aus diversen Gründen unterwegs waren, auf einem Hotelzimmer, auf einem super kleinen Fernseher. Da hatten wir die Xbox mitgenommen
und hatten Halo 2 im Splitscreen da gezockt und auch durchgezockt. Und meine Fresse, das war alles sehr klein und sehr doof, aber es war total egal, weil Hauptsache wir hatten was zum Spielen. Also von daher, das hat schon irgendwie funktioniert. Man gewöhnt sich an alles, wenn es irgendwie sein muss. Also was soll's. Okay, gut. Ja, nee, trotzdem. Das waren meine ersten portablen Switch-Erfahrungen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mehr gesammelt habt. Wenn ihr eine Switch besitzt, dann könntet ihr mir das ja irgendwie mal mitteilen, ob ihr mit dem Ding tatsächlich irgendwie ein bisschen mehr unterwegs seid oder nicht. Hier und da sieht man auf Twitter ja immer mal wieder irgendwelche interessanten Bilder von interessanten Leuten, die irgendwie dann von dem Nintendo Deutschland Account retweetet werden. Und da sieht man dann eben, wie diese Leute ja so ein ganz klein wenig... So ein ganz klein wenig mit ihrer Switch fleißig herumspielen, beziehungsweise sie irgendwo platzieren an einer schönen Location und dann so sagen, boah, jetzt zocke ich aber erstmal auf meiner Switch. Wobei ich mir teilweise frage, ob diese Bilder nicht weitestgehend eher so ein bisschen gestellt sind oder nicht. Was jetzt eben gerade übrigens nur ein ganz klein bisschen aufgefallen ist, woran man sich vielleicht auch erstmal gewöhnen müsste, als der blaue Panzer mich getroffen hat. Mein erstes Item hat er kaputt gemacht, aber das zweite Item, das Sicherungs-Item, was quasi gesehen noch dahinter hängt, das blieb verschont. Also, wenn jetzt noch die Möglichkeit bestehen würde, zwischen den Items wirklich willentlich hin und her zu wechseln, das wäre echt gut, weil dann könnte man tatsächlich noch ein bisschen taktischer arbeiten. Also ich finde so jetzt schon mal nicht so schlecht, dass es hier in Mario Kart 8 Deluxe endlich wieder zwei Items gibt, aber man hätte noch ein bisschen mehr draus machen können, theoretisch. Theoretisch. So, dann noch kurz zu der Offline-Geschichte, was man ja über dieses Spiel eventuell auch noch wissen sollte oder könnte, oder was ja vielleicht ganz interessant ist, wenn man darüber redet. Das Spiel kommt ja weitestgehend schon freigeschaltet daher. Also man hat einen riesigen Fundus an Charakteren, aus denen man wählen kann. Man hat direkt zu Beginn Zugriff auf alle Cups, auf alle Strecken, auf alle Geschwindigkeitsklassen vor allem. Also nicht nur 50 bis 150, so wie man es vielleicht aus anderen Mario Kart Spielen kennt, sondern man hat gleich zu Beginn eben auch die Wahl, oder man kann gleich zu Beginn auch den Spiegel Cup auswählen. Man kann sich gleich zu Beginn auch um 200 Kubikzentimeter kümmern, wenn man denn will. Und das ist interessant. Ich verstehe so halb, warum Nintendo sich für diesen Schritt zu diesem Schritt entschlossen hat, aber irgendwie ist es auch ungewohnt, weil normalerweise gehört zu so einem Mario Kart, insbesondere seit Mario Kart DS oder Mario Kart Wii, da gehört es ja irgendwie mit dazu, finde ich persönlich zumindest, dass man sich länger mit dem Spiel beschäftigt und dementsprechend viele Sachen halt erst freischalten muss. Und das ist ja eigentlich dann auch immer ein cooles Gefühl. Auf der anderen Seite verstehe ich wiederum auch, warum sie jetzt so vieles schon von Anfang an zugänglich gemacht haben, weil so fällt halt insbesondere für Leute, die vielleicht sogar auch schon den Wii U-Vorgänger hatten, da fällt für diese Leute das erstmal so ein ganz klein bisschen... Verdammt. Ja, genau, eigentlich wollte ich das nicht so. Da fällt das für die Leute natürlich dann so ein bisschen flach, was das Freischalten der Sachen angeht. Also die sind nicht unbedingt gezwungen, sich in Offline-Modus zu begeben und da dann ganz fleißig und viel zu zocken, um dann erstmal wieder die ganzen Charaktere freizuschalten und die ganzen Cups und so weiter und so fort. Also die können dann eben sofort und ohne Probleme zocken, was ja irgendwie auch ganz nett ist. Ich selber kümmere mich trotzdem natürlich um die Offline-Cups, weil ich einfach ein Goldpokalsammler bin, also da habe ich keine Hemmungen, mich dann um 50 Kubikzentimeter und dergleichen dann irgendwie hintereinander weg zu kümmern. Verdammt, das mit der Bombe war gut. Hatte ich aber auch nicht gesehen, dass er eine verdammte Bombe noch gebunkert hatte. Das hatte mich irgendwie ein bisschen überrascht. Und auf die Art und Weise hat er sich jetzt, glaube ich, auch den ersten Platz gesichert. Ich brech zusammen. Außer ich kriege ein tolles Item, wie zum Beispiel diesen roten Panzer. Der tatsächlich geholfen hat. Ja, hat geholfen. Okay. Da hat der Drittplatzierte nochmal Zunder gegeben.
Halljajajajaj, also das war ein bisschen eng, da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber da ging nochmal zum Glück alles für mich weitestgehend gut aus. Ja. Dankeschön und nächstes Rennen bitte. Nächstes Rennen ist gut, ich habe irgendwie einen Überblick verloren, wie viele Rennen das jetzt ist. Das fünfte oder das sechste? Ich habe keinen Schimmer. Egal. Gut. Schön. Ja, läuft momentan weitestgehend. Ich find's erstaunlich, wie oft ich es dann doch schaffe, den ersten Platz einzuheimsen. Aber okay, das wird nicht lange so gehen. Und das funktioniert sowieso nur, wenn ich gegen irgendwelche zufälligen Leute online spiele. Wenn ich dann wieder gegen euch spiele, dann sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Weil da der Skill dann so ein bisschen anders gelagert ist. Aber naja, egal. Zumindest für den Moment kann ich mir hier schon mal ein bisschen Selbstvertrauen holen. Das lässt tief hoffen. Ich werde auch so natürlich weiter offline spielen. Ja genau, eine Sache, falls man sich jetzt fragen sollte, ist denn jetzt alles total kokolores? Also ob man das Ganze jetzt offline spielt oder nicht? Oder nee, also hundertprozentig umsonst ist es nicht, wenn man eben noch ein bisschen offline unterwegs ist. Ganz einfach aus dem Grund, die Fahrzeugteile muss man weiterhin freischalten. Also man hat zu Beginn zwar durchaus Zugriff auf einige Fahrzeugteile, aber nicht auf alle. Ich hatte ja auch gesagt, dieses Splatoon-Fahrzeug, was ich hier zum Beispiel die ganze Zeit mit mir herumschleppe, das ist komplett neu und das habe ich, glaube ich, bekommen bei 180 Münzen oder 210 Münzen oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht, ob das beim Mario Kart Wii war es ja zum Beispiel so, oder Quatsch, bei Mario Kart Wii U, also nein, bei Mario Kart 8 auf der Wii U. Oh, schwierig. Bei Mario Kart 8 auf der Wii U war es ja so, dass die Fahrzeugteile irgendwie zufällig gekommen sind. Also man hat Münzen erspielt und dann immer nach einer bestimmten Anzahl von Münzen, da hat das Spiel einem dann gesagt, so, du hast jetzt Zugriff auf dieses oder jenes Fahrzeugteil. Aber das konnte sich komplett von dem Fahrzeugteil unterscheiden, was zum Beispiel andere Leute dann vielleicht bekommen haben, wenn sie das Spiel gespielt haben. Ja, wird eventuell sogar dann hier ähnlich sein, also... Wenn ihr das hier zum Beispiel jetzt noch nicht haben solltet, auch wenn ihr schon 210 Münzen habt, dann grämt euch nicht. Ihr werdet es früher oder später schon noch bekommen. Was genau macht der da vorne? Er fährt irgendwie Schlangenlinien und hatte eventuell die leise Hoffnung, dass ich in seinen Panzer reinfahre. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Münzen selber kann man aber natürlich eigentlich auch, ernsthaft? Guck mal oben links. Doppelmünz-Item. Die Kraft der zwei Münzen. Ne, die Kraft der vier Münzen, weil pro Münze bekommt man ja zwei dazu. Das ist ja erstaunlich. Als ob man das gebrauchen könnte. Und schon wieder. Sagt mal, Leute. Geht's noch? Wie soll man sich als Erstplatzierter so irgendwie gescheit verteidigen? Das ist unfair. Das ist so unfair. Und das mit der Bombe war ein guter Plan, aber ging dann doch nicht so gut. Und jetzt erkenne ich auch, was da die ganze Zeit auf die Zielgeraden so komisches stand. Ich habe mich irgendwie gewundert, ob es ein Grafikfehler ist oder nicht. Da war eine rosa Gold Peach, die sich nicht von der Stelle bewegt hat. Naja, kann dann halt auch mal vorkommen. Die Frage ist jetzt nur, das jetzt läuft ein interner Timer ab, ne? Quasi. Wobei, hätte das nicht eigentlich schon... Wenn der Vorletzte die Ziellinie passiert, ist dann nicht normalerweise immer schon automatisch Schluss? Aber wenn jetzt nur einer da stehen bleibt, irgendwie ist das komisch. Ganz komischer Raum. Jetzt bleiben noch mehr Leute da stehen. Und da bin ich auf einmal Erster. Und das Rennen ist vorbei. Und alles Weitere interessiert mich weitestgehend überhaupt gar nicht. Okay, schön. Nett. Ja. Gut. Also wie gesagt, online kann man auch die Münzen sammeln und sich dann so seine Fahrzeugteile organisieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal zurückgehe, dann sagt mir das Spiel nix, oder? Weiß ich nicht. Wenn ich hier nochmal gucken gehe, kriege ich dann zufälligerweise ein neues Fahrzeugteil? Das Pünktchen-Kart. Cool. Okay. Das kennt man aber tatsächlich auch schon aus der... Wii U-Version. Du hast 330 Münzen gesammelt, ein neues Fahrzeugteil ist nun verfügbar. So, ja, so würde das ewig weitergehen.
Glaube ich, weil ich habe jetzt schon ein bisschen mehr als 330 Münzen. Ja, ich habe schon 577 Münzen. Okay, dementsprechend, ja, da kommen jetzt noch ein paar Fahrzeugteile, glaube ich, mit dazu in nächster Zeit. Schön. Gut, das soll es dann für den Moment erstmal wieder gewesen sein. Ja, denkt an den Turniercode, denkt daran, irgendwie abends so ein bisschen da um die Wette zu fahren und so. Ich werde das, glaube ich, häufiger mal ein bisschen zeigen, wer da gerade so gut unterwegs ist und wer das Turnier vielleicht häufiger gewonnen hat. Vielleicht gewinne ja sogar ich das Turnier ab und zu mal, wäre zumindest auch ganz nett. Und ja, das soll es dann für den Moment erstmal wieder gewesen sein mit Mario Kart 8 Deluxe. Ich sage jetzt erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.